Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Rival Stars Horse Racing Desktop Edition. Heute erstellen wir wieder ein Pferd. Ich habe es mir zur Mission gemacht, das coolste, beste, krasseste, teuerste Pferd überhaupt zu erstellen. Okay. Ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen. Was ist das teuerste Pferd, fragt ihr euch? Ich habe absolut keine Ahnung, aber wir probieren's. Dazu gehen wir natürlich ins Kreationszentrum, gehen zum Pferdeersteller und oha, haben schon einen wunderschönen Hengst. Ich hätte gesagt, wir lassen das. Wir nehmen einen Hengst. Wir nehmen die Distanz von, I don't know, 1800 Meter fest und Mitte. Hört sich persönlich, finde ich, sehr, 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 sehr gut an. Moons Merchant ist auch ein wunderschöner Name, den lassen wir auch. Und wir gehen natürlich auf Level 10. Und gucken natürlich, was wir an Maximalwerten hier rausholen können, dass wir tatsächlich das teuerste Pferd im Spiel erstellen. Ich habe keine Ahnung, wie weit das jetzt geht. Bis 225, bis Level 15, Level 50, 225. Ich versuche es auch noch auf 225 zu bekommen und dann suchen wir unser Pferd aus. Voila! Da sind wir, Leute. Das vermutlich teuerste Pferd im Spiel. Ein Level 10 Pferd auf Stufe 50 austrainiert mit den besten Anfangswerten, die es gibt. Ich bin richtig gespannt, was dieses Pferd jetzt dann gleich kosten wird, Leute. Oh mein Gott. Seid ihr auch gespannt? Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was glaubt ihr, was dieses Pferd kosten wird, wenn wir es ins Spiel holen wollen. Wir werden uns dieses Pferd niemals leisten können, aber egal, Leute. Ist nicht so schlimm. Dafür sind wir da. Wir probieren einfach aus und gucken uns einfach die verschiedenen Sachen an. Moment, wartet mal. Lasst mich mal ganz kurz ein schwarzes Pferd nehmen, dass wir hier nochmal neu anfangen. Wir müssen uns jetzt nicht nur das teuerste Pferd im Spiel aussuchen, sondern auch das Schönste. Also für mich das Schönste. Für euch vielleicht nicht, für mich halt das Schönste. Oh mein Gott, Leute, guckt euch dieses Pferd an. Würde ich in Real Life sofort... Oh mein Gott, das sieht auch so gut aus. Sabino ist... Oh mein Gott, ich liebe alles. Oh mein Gott, Leute, schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, welches Pferd würdet ihr nehmen? Ich weiß, dass ihr sehr, sehr gerne Rappen mögt. Deswegen zeige ich es auch an einem Rappen. Und ehrlich gesagt, am Rappen sieht man auch am allerleichtesten dann die ganzen Pattern, ehrlich gesagt. Und oh mein Gott, mit Tüpfelflecken, das sieht richtig gut aus. Und ich liebe das. Ich liebe dieses Pattern, Leute. Das sieht so unfassbar gut aus. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Was soll ich sagen? Oh mein Gott, ein Splash. Leute, ein Splash wäre auch so krass, aber den möchte ich halt dann unbedingt haben und dann kann ich ihn nicht haben, weil er zu teuer ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen problematische Geschichte. Okay, ich hatte einige Pattern, die mir... Ist das neu? Pinter Loser Puzzle? Das ist doch neu, oder? Oh mein Gott, und Pinter Loser Blanket sieht auch richtig gut aus. Gescheckt. Und die, glaube ich, kennen wir auch nicht, oder? Klecksig gescheckt. Wow, Leute, das ist so krass, was es mittlerweile alles gibt. Vor allen Dingen, dass man in der Desktop Edition einfach Pferde erstellen kann, finde ich so unfassbar cool. Allein dafür, finde ich persönlich, rentiert sich definitiv, diese Version zu kaufen. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das mega, mega gut und ich finde es einfach nur wunderschön. Das hätte ich ja meiner Casey beinahe gegeben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das so nehmen oder ob wir einfach einen Splash draus machen sollen, denn... Ich weiß nicht, Leute, ein Splash ist auch richtig, richtig cool, aber wir nehmen jetzt einfach mal dieses Pattern und gucken einfach mal ganz kurz, was wir für eine Farbe wählen. Ob wir wirklich... Oh mein Gott. Das sieht so unfassbar gut aus, Leute. Das ist so wunderschön. Das ist so eine Kaffeefarbe. Ich meine, wie heißt der? Moon Merchant heißt er, glaube ich, ne? Das hat mir richtig gut gefallen, Leute. Oh mein Gott, weil immer nur schwarz ist auch... Ein bisschen langweilig. Ich weiß, ihr wisst alle schwarz, was? Ihr liebt alle schwarz, aber wenn jedes einzelne Pferd, wenn jedes einzelne meiner Pferde, ich habe heute Sprachstörungen, nur schwarz ist, dann finde ich das ein bisschen langweilig, Leute. Denn wir haben ja schon Tinsel Town, der black ist. Dann haben wir, ach, wir haben, glaube ich, drei Pferde oder so, die black sind. Und ansonsten ist es einfach ein bisschen langweilig. Mir hat dieses Kaffeebraun ganz gut gefallen. Bis jetzt ist es auch wirklich das, was mir definitiv am besten gefällt. Ich bin mir immer noch nicht schlüssig, ob ich lieber einen Splash will oder einen Epi.
Wir haben schon mega viele Appies und so einen richtigen Splash haben wir quasi noch gar nicht. Und ich hätte gesagt, das sieht ganz gut aus mit dem Kaffeefarbenen. Haben wir jetzt alle? Ja, wir haben jetzt alle. Dann gehen wir mal ganz kurz nochmal zurück. Und wartet. Guck mal ganz kurz nach. Wo ist der? War das der? Nee, das war eine andere Farbe, oder? Das war... War das nicht die Farbe nach dem? Nee, das war es nicht. Wartet mal ganz kurz. Welche Farbe war es denn? Wenn man nicht mehr weiß, welche Farbe einem am besten gefallen hat, ne? Das, dann wird es aber ganz problematisch. Ein paar Sekunden später. Diese Farbe hier, glaube ich, war es. Die sieht schon ganz nice aus. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich entscheide mich lieber für einen Splash. Denn wenn ich das teuerste Pferd im Spiel erstelle, dann glaube ich, möchte ich lieber einen Splash hier. Oh mein Gott, Leute, das sieht so gut aus. Aber ich glaube, dass mir diese Farbe als Splash besser gefällt tatsächlich. Dann gucken wir nochmal ganz kurz, ob wir wirklich die Laterne nehmen oder nicht vielleicht was anderes. Ich meine, Laterne passt halt mega gut zu einem Splash. Und ich glaube, wir werden die Laterne auch behalten. Aber wir wollen trotzdem einfach mal durchgucken, was es theoretisch noch so geben würde. Ich glaube nicht, dass mir was anderes gefällt, außer der Splash. Vielleicht diese Blässe. Oh mein Gott, das sieht richtig fierce aus. Das gefällt mir richtig gut. Mein Problem ist nur, dass das Pferd halt bei keinem blaue Augen hat. Jetzt hätte ich es bei da nicht rausgebracht, Leute. Alter, was ist denn mit mir? Aber das ist halt so im Spiel. Das kann man nicht ändern. Ich würde wahnsinnig gerne die Augenfarbe noch verändern, weil es mich ein bisschen stresst, dass die eben keine, dass die keine blauen Augen haben. Leute, soll ich euch mal was sagen? Mir gefällt es mega, mega gut mit dieser Blässe. Ich weiß, dass die normalerweise dann ne, ein Baldface haben, aber dieses breite Badgerface sieht schon richtig gut aus, oder? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, was würdet ihr nehmen? Würdet ihr das Badgerface nehmen oder das Baldface? Und ich habe mich für das Badgerface entschieden, denn es passt einfach perfekt zu dem Splash. Ich hätte wahnsinnig gerne einen Splash in der Handyversion, aber der Splash, der bis jetzt drin war, der war richtig schlecht von den Werten her, deswegen habe ich mir den nicht gekauft. Und ich hätte wahnsinnig gerne einen Splash in meinem Spiel. Den werden wir uns alle nicht leisten können, denn der wird richtig, richtig teuer sein. Ich schätze um die 20 Millionen oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es günstiger ist. Aber lasst uns doch einfach mal nachgucken, was er kosten wird. Der kleine Bub heißt, wie gesagt, Moons Mergent, was ich mega perfekt finde. Und wir speichern ihn, sagen ja und laden ihn natürlich in den Community-Kreationen hoch. Dann gehen wir zu deine Sammlung und schwuppdiwupp sind wir hier. Hier seht ihr alle meine erstellten Pferde. Ich habe schon mega viele Pferde erstellt und wir packen ihn in den Markt zu mir rein, dass wir tatsächlich auch sehen können, wie viel er dann tatsächlich im Spiel kostet. Was mich ein bisschen aufregt, Leute, ist, dass er hier die Backen, dass das Baldface hier irgendwie... Was ist das? Warum sind seine Backen braun? Das macht irgendwie gar keinen Sinn, Leute. Ach Mann, das stresst mich irgendwie ein bisschen. Aber egal, Leute, wir sind in der Story angekommen und ihr seht, der Markt ist noch neu. Ich weiß noch nicht, was er kostet. Wie gesagt, ich schätze, er kostet zwischen 20 und 50 Millionen. Ich weiß, die Range ist mega, mega weit. Vielleicht könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben und raten, was er kostet. Wie gesagt, meine Schätzung sind 20 Millionen, wobei ich glaube, da bin ich absolut auf dem Holzweg. Aber wir gucken einfach mal nach, was er kostet. Oh mein Gott, ich bin gar nicht auf dem Holzweg. Er kostet 24,4 Millionen, um ihn zu kaufen. Er ist, glaube ich zumindest, das teuerste Pferd im Spiel. Und für 24,4 Millionen finde ich das tatsächlich jetzt gar nicht so krass teuer, wenn man bedenkt, wie schnell man Geld machen kann, wenn man das Spiel aktiv spielt. Schreibt mir oben in die Kommentare, hättet ihr gedacht, dass er 24,4 Millionen kostet? Und würdet ihr ein Pferd auf Stufe 10 kaufen, das komplett ausgelevelt ist? Ich persönlich glaube, ich würde es nicht machen. Ich würde ihn vielleicht auf Level 1 oder so kaufen. Wobei es mich, wie gesagt, ein bisschen aufregt, dass hier... ne, das Braun ein bisschen reinsteht. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, könnten wir oder sollten wir ihn ändern in einen Badgerface? Sollten wir ihn auf Level 1 starten lassen, dass man ihn letztendlich hochziehen kann? Sollen wir ihn irgendwann ins Spiel holen? Oder sagt ihr,
Sandy, das Pad ist mega hässlich. Erstell doch bitte einen Splash, aber in der Farbe X und Y. Ich bin so krass gespannt, wie ihr euch entscheiden werdet. Wir werden ihn natürlich jetzt nicht kaufen. Das war einfach nur, um zu sehen, wie viel das teuerste Pferd im Spiel kosten wird. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst uns jetzt gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Servus!